herzlich willkommen. Heute geht es um Kollagen, die Kollagentypen und ihre Aufgaben. Ich bin Lisa und ich mag dieses Thema sehr, weil es die Grundlage unserer Baureihe, unseres Körpers betrifft. Ich erlebe immer wieder in meiner Praxis, wie gesundheitliche Probleme unerkannterweise genau von Kollagen und Bindegewebe verursacht wird. Nun, es gibt Kollagentyp 1, den finden wir in unserer Haut, Sehnen, Bänder, in unseren Gefäßen, in unseren Organen und in unseren Knochen. Kollagentyp 2, vor allen Dingen in unseren Knorpel oder Knorpelmassen, also Bandscheiben und Gelenke. Und genau da haben sehr viele Menschen Probleme. Dann Kollagentyp 3 in den retikulären Fasern in der extrazellulären Matrix. Was bedeutet retikulär? Es ist ein Begriff für histologische Strukturen und bedeutet für uns verständlich netzartig verzweigt. Also wir haben viele Netze in unserem Körper. Und diese Netze findest du als Grundgerüst in unseren lymphatischen Organen, wie zum Beispiel in unseren Lymphknoten, in unserer Milz, in unseren Mandeln, also Tonsillen, sowie in unserem Bindegewebe und überall, wo wir Fett- und Muskelzellen verbinden müssen, aber auch in unseren Drüsen und Nervenfasern. Und das ist ziemlich umfassend. Und deshalb, auch wenn ich ein Problem in den Lymphknoten habe oder im Lymphgefäßsystem, ist Kollagen von großer Bedeutung. Dann kommt Kollagen 4, das ist in der extrazellulären Matrix und zwar in den Basalmembranen und die verankern Fett, Muskeln und Gliazellen. Gliazellen haben wir zum Beispiel im Stützgewebe unseres Gehirns und am Übergang des Bindegewebes. Da haben wir Kollagen Typ 4 und dann Kollagen Typ 5 in den Zelloberflächen, in den Haaren und in der Plazenta. Also wenn ich ein Baby bekomme. Deshalb müssen wir sehr bewusst auf die Kollagenzufuhr achten, wenn wir in unserem Körper diese Funktionen erhalten wollen oder verbessern wollen. Aber was erleben wir in der Realität? Wir erleben, mit der Zeit nimmt unsere Beweglichkeit ab und wir müssen etwas tun. Also wenn wir etwas tun, dann nimmt unsere Beweglichkeit zu und unsere Muskeln werden fester und elastischer und verschönern sich natürlich optisch ebenfalls. Und unsere Gelenk- und Knieschmerzen lassen nach. Also das bedeutet, ein Kollagenaufbau hat sehr viel Gewinn, ist sehr gewinnbringend. Und Geduld lohnt sich, es braucht Zeit und es muss kontinuierlich sein. Das heißt, eine kontinuierliche Einnahme oder ein kontinuierliches Essen von Kollagen und es wirkt sich sehr positiv aus und das in jedem Alter. Also stell dir einfach mal ein Haus vor, wo der Mörtel zwischen den Bausteinen mit der Zeit bröckelt. Und wenn wir den Mörtel austauschen, bekommen wir wieder stabile Mauern und unser Haus wird wieder fester in seiner Struktur. Und es ist so, warum macht uns Kollagen weitaus gesünder und fitter, als wir es allgemein wahrnehmen oder wissen? Welche Wirkung hat die Struktur? Also, Kollagen ist eine starke, faserartige, elastische Substanz, die in fast allen Geweben im Körper vorkommt. Ja, auch bitte an die Organe denken. Also angefangen vom Körperäußeren, wie der Haut, bis zu den innersten Bereichen wie den Blutgefäßen, dem Darm und in allen Zellen. Also überall dort stützt Kollagen, baut auf und repariert. Und es gibt noch andere Stützproteine wie das Keratin,
Aber Kollagen ist ganz klar ausschlaggebend für eine feste, straffe und gleichzeitig elastische Haut, für starke Knochen, Knorpel, Zähne und Nägel, für stabile, bewegliche Gelenke, für elastische Sehnen, für Bänder und Faszien, für starkes, glänzendes Haar, das üppig wächst. Und dank Kollagen verringern sich auch die Falten, zum Beispiel um die Augen und im ganzen Gesicht. Aber wir haben auch eine Innenwelt. Unsichtbar im Inneren des Körpers stabilisiert Kollagen alle Organe, auch den Hochleistungsmuskel Herz. Es baut Muskeln auf und erhöht die Kraft und die Beweglichkeit des Körpers. Ausgesprochen wichtig ist Kollagen für unseren Darm. Denn nur mit Kollagen können eine gesunde und widerstandskräftige Darmschleimhaut sowie ein gesundes Darmimmunsystem gebildet werden. Also, wer denkt schon daran, dass ein gesunder Darm sehr von meiner Kollagenproduktion oder Vorhandensein von Kollagen abhängt. Kollagen festigt auch übrigens den Augenhintergrund, was vor allem mit zunehmendem Alter immer wichtiger wird, und stärkt auch übrigens unsere Hornhaut. Auch das Gehirn braucht Kollagen und ist damit besser vor neurodegenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel Schlaganfall geschützt. Also hier zeigt sich eigentlich die Dimension von der Bedeutung des Baumaterials Kollagen. Aber mit den Jahren lässt die Fähigkeit des Körpers, Kollagen herzustellen, nach. Und wie gesagt, der Rückgang beginnt leider sehr früh. Aber es ist nicht nur das Alter, was Kollagen in unserem Körper schwinden lässt, sondern auch unsere Lebensgewohnheiten und der Mangel an Mikronährstoffen, an Nährstoffen im Bereich des Kollagenaufbaus. Und viele Krankheiten steigern zum Beispiel den Kollagenbedarf, vor allen Dingen auch das Immunsystem bedarf dann von einer größeren Menge an Kollagen. Und das Gleiche gilt für jeden intensiv körperlich arbeitenden Menschen. Wenn ich nebenan die Bauarbeiter beobachte, aber auch die Leistungssportler, aber auch einen Masseur oder einen Bodybuilder. Also in allen Fällen werden Gelenke und Muskeln besonders belastet und abgenutzt. Und wer dann seine Kollagenaufnahme nicht steigert, hilft seinem Körper, schneller abzubauen, oder umgekehrt, hilft seinem Körper, schneller und effektiver zu regenerieren und beugt natürlich Arthrose, Rheuma, Entzündungen und Osteoporose vor und altert wesentlich langsamer. Wenn dir das Gesagte eine Hilfe ist, wenn die Informationen interessant für dich sind, dann lass mir einen Like da. Hinterlasse gerne einen Kommentar, oder wenn du eine Frage hast, eine Erfahrung teilen willst, oder teile es auch mit Menschen, also diese Information mit Menschen, die dir wichtig sind. Ich wünsche einen schönen Tag. Hier war Elisabeth Schwarzschmidt.